So, wir wollten das Video mit einem Bungee-Jump-Sprung einleiten. Problem ist nur, die Seile halten bis 105 Kilogramm. Ich habe 123 mit den Klamotten. Ja, so schnell wird sich das nicht ändern. Von dem her kein Bungee-Jump, dafür viele andere lästige Sachen. Für mich zeichnet Haidong Kundo aus, dass man sie in jedem Alter durchführen kann, dass man in jedem Alter dabei sein kann. Das Besondere an Jukball ist die Fairness im Sport. Man hat sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, diesen Sport zu spielen. Am Sand, in der Halle, auf Gras. Sport ist mein Leben. Ich mache Sport seit ich ganz klein bin, habe lange Tennis gespielt, danach Fußball und bin jetzt endlich im Flag-Football angekommen. Ich heiße Markus Nader, bin 28 Jahre alt, Profiboxer im Mittelgewicht, ehemaliger Europameister im Mittelgewicht und hoffe, jetzt da in der nächsten Zeit wieder um einen internationalen Titel boxen zu dürfen. Ich heiße Alain de Belfort, ich bin Choreograf, Creative Director und Tänzer natürlich für vielen. Und ich liebe einfach bewegen. Ich bin die Lena Grabowski. Ich bin die Elena Gutmann. Ich bin der Gschwendner Xaver. Johannes Dietrich. Ich glaube, es ist ein ziemlich harter Sport, da man wirklich viel trainieren muss und dann nicht nur im Wasser, sondern am Land. Und ja, mir macht es auch Spaß. Mein lustigster Moment war wahrscheinlich, wie ich in Sochi bei Olympia von der Startrampe geburzelt bin. Ja, dass wir einfach so als Team zu zweit spielen. Das Besondere ist, dass es ein mega Publikumsmagnet ist, finde ich. Es ist immer eine gute Stimmung, Musik, gutes Feeling. Ja, ich glaube, das ist etwas Besonderes. Also mein Name ist Roman Taucher, ich bin Kaffeepuls Personal Coach und ich habe mein Leben dem Sport und der Fitness gewidmet. Ja, also Quidditch ist ja auch ein Sport und dementsprechend finde ich, sollten wir auch am Tag des Sports vertreten sein einfach und uns da auch präsentieren und herumzeigen, was wir so machen. Badminton ist ein sehr anspruchsvoller Sport. Es braucht alles von Koordination, Schnelligkeit, Kraft, mentale Fähigkeiten, das ist alles dabei. Auch Erfahrung. Und darum ist dieser Badminton-Sport so anspruchsvoll. Eine unglaublich starke Community. Spitzentrainer und sehr, sehr anstrengendes Training. Zum Rennrollstuhlfahren bin ich gekommen. Ich habe einen Autounfall gehabt, habe mich relativ lange gehen lassen, habe keine Perspektive gehabt. Durch ein Erlebnis bin ich zum Sport gekommen und ich liebe diesen Sport und Sport ist nur geil. Bei uns gibt es mehr oder weniger viel Steine, viel Schotter, eher hohes Gras, Gestrüpp und das macht quasi dann den extremen Golfplatz aus, beziehungsweise auch in Clubs, Betonuntergründe, genau. Der Markus, die werden halt heute mal sagen, was Bobfahren so ist und was man dazu braucht, so einen Bob schnell anzuschieben. Du, Fox Sport Edition.